Guten Morgen. Ich begrüße euch mit dem Wochenspruch aus Lukas Kapitel 10. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Die meisten von euch kennen mich. Ich bin Ron Küsel, bin vollzeitig bei der Deutschen Seemannsmission in Döben Angestellte, mache gerne diesen Gottesdienst hier und freue mich, diese vielen bekannten Gesichter zu sehen. Im Bank- oder Kirchenzettel sind ein paar Extraseiten oder zwei Extraseiten. Auf der letzten Seite, die Innenseite, da seht ihr das Logo der Deutschen Seemannsmission, und wir sind immer anders in der Deutschen Seemannsmission. Wir haben nur eine Stola, eine Farbe, Blau, Wasser. Und da könnt ihr auch unser Logo sehen. Das ist, soll symbolisieren ein Kreuz auf einer Welle. Da sind einige Fotos da, schöne Fotos von fröhlichen Leuten, dankbaren Leuten. Ein kleiner Einblick über die Arbeit, die wir tun als Seemannspastoren. Wir gehen an Bord Schiffe, besuchen die Seeleute. Leider können wir nicht hinein in die Schiffe, sondern wir machen nur Gangplank-Ministry wegen Covid-Regeln. Erleben viel Schönes, viel Fröhliches, verteilen Bibeln oder anderes Schriftmaterial, wenn es gesucht ist. Aber es gibt auch traurige Zeiten. Manchmal müssen wir Memorial Services gestalten an Bord Schiffe. Gerade letzte Woche ist ein Ingenieur über Nacht gestorben. Da musste ich wieder mal ein Memorial Service gestalten. Der untere Teil, da seht ihr vier Fotos, die etwas mit Weihnachten zu tun haben. Weihnachten ist für unsere Seeleute ganz, ganz eine wichtige Zeit. Das ist für uns alle Familienzeit, wenn es geht. Unsere Seeleute sind weg von den Familien, viele von denen zumindest. Und daher ist es für uns wichtig, Weihnachten so schön wie möglich zu machen. Auf dem einen Foto könnt ihr Kekse sehen. Das sind Kekse aus unseren Gemeinden. Wie damals üblich war, die Gemeinden haben gebacken, gebracht, und wir haben sie dann verpackt in kleinere Pakete. Die Seeleute haben diese Kekse ganz, ganz besonders geschätzt. Man kann natürlich Kekse kaufen und schöne Kekse auch in Pakete, schön verpackt. Aber der Gedanke, wenn wir ihnen sagen können, dieses hat jemand in der Küche zu Hause gebacken oder in einer Kirchenhalle gebacken, bringt Tränen in den Augen von vielen Seeleuten. Weil es sagt ihnen, ich bin für jemand heute wichtig. Jemand hat sich für mich Zeit genommen. Und dann daneben ein paar Geschenke, die Beanies sind ganz besonders geliebt bei den Seeleuten. Auch da können wir ganz billig bei den Chinesen die kaufen. Aber es sind diese selbstgestrickten oder gehäkelten Beanies, die sie am meisten schätzen. Wieder sagt es, jemand hat sich für mich Zeit genommen. Ich bin wichtig. So hier ein bisschen Reklame mit einer Bitte verbunden. Wenn ihr in diesem Jahr wieder Kekse backen wollt oder Beanies stricken wollt, wir würden es sehr, sehr schätzen. Vor allem unsere Seeleute. Es geht nicht um Mengen. Es geht um den Gedanken. Ein Beanie, zwei Beanies. Der eine Seemann, der diesen Beanie bekommt, freut sich sehr. Die Arbeit im Hafen ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, hinzukommen, wo wir hinkommen müssen.
Wir haben die Arbeit eingeteilt und das sieht ihr jetzt auf der Rückseite, Durban Seafarers Mission. Wir arbeiten gemeinsam als ein Team und da sind die Logos der verschiedenen Seemannsmissionsorganisationen. Keine von uns hat eine eigene Station mehr. Das geht gar nicht mehr, weil Seeleute so selten und nur für ganz kurze Zeiten vom Schiff abkönnen, mit Covid sowieso gar nicht mehr. So, wir haben ein Zentrum, das wird gemeinsam von uns geleitet. Wir sind alle auf dem Board of Management. Jede Organisation hat einen Vertreter. Und dann haben wir einen sehr schönen Club da. Ich möchte euch alle mal dazu einladen, zu kommen. Aber wenn ihr nicht im Vorbei vorhabt, kommt ihr schlecht hin, weil unsere Tierstraßen sind schlechter wie eure Fahrwege. So ist es halt in Döben am Hafen. Und der Verkehr ist schrecklich. Aber wir haben eine Station, wir haben einen Ort, wo wir Seeleute zu einladen können, wo sie einfach mal ein bisschen entspannen können. Und das ist ihnen sehr wichtig. Sie wohnen auf Schiffe, oft 4, 5, 6 verschiedene Nationen auf ein Schiff mit einer Mannschaft von vielleicht 20 oder 25 Leuten. Die reden Englisch miteinander, weil es so viele verschiedene Sprachen an Bord ein Schiff gibt. Es ist gut, wenn sie dann einfach irgendwo mal entspannen können. Wir haben eine sehr schöne Bar da. Da ist kein schönes Bild davon hier. Das ist ihnen auch wichtig, dass sie irgendwo einfach ein Bier oder ein Wodka oder ein Whisky trinken können und dürfen, weil an Bord der Schiffe dürfen sie das offiziell gar nicht. Ganz, ganz wichtig für die Seeleute ist, dass sie Kontakt machen können mit ihrer Familie. Und wir bieten Free Wi-Fi beim Zentrum an. Manchmal gehen wir auch mit diesen Mobile Units an Bordschiffe, sodass sie einfach mal ein bisschen Kontakt machen können. Auf jeden Fall verschenken wir SIM-Karten und verkaufen Data und E-Time zu Kost, damit sie Kontakt machen können. Wer Fragen hat, ich bin zur Teezeit, bleibe ich noch ein bisschen. Ich denke, dann können wir uns ein bisschen mehr darüber unterhalten. Jetzt zu unserer Gemeinde wieder. Das Dankopfer am vergangenen Sonntag, das war für unsere Gemeinde bestimmt, betrug 9.556 Rand. Im Kindergottesdienst wurden 50 Rand und 80 Cent eingesammelt. Jeder wird herzlich dafür gedankt. Und das Dankopfer heute ist für unsere Schule bestimmt. Auf dem Liederzettel oder dem Gottesdienstzettel seht ihr auch, wann die nächsten Gottesdienste sind. Am kommenden Sonntag gibt es einen englischen Gottesdienst nur im CC, weil in der Kirchdorfer Gemeinde das Posaunenfest ist. Am 3. Juli ist auch ein englischer Gottesdienst im CC, ein Abendmahlsgottesdienst hier in der Kirche in englischer Sprache. Es ist ein traditioneller Gottesdienst. Am 10. Juli im CC englischer Contemporary-Gottesdienst mit Taufe, hier in der Kirche ein deutscher Abendmahlsgottesdienst. Geburtstage dieser Woche, heute Monika Dreves, Steiner, Kindle Bohl, Andrew Koch, Jane Fuhrwerk ist eine von denen hier heute. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Und am 20. und 21. kein Geburtstag, am 22. Elton Drail, Michelle van der Merwe, Tracy Wöhne, am 23. Cora de Vries, Paul Otto Hechtwendt, Dorothy Norbo, Ed Wittig, am 25. Brendan Dedekind und Samantha Klipp. Wir wünschen allen ein gesegnetes und gesundes Jahr. Allgemeines, am 3. Juli wird Tate Anderson Scheer in der Kirche getauft. Er ist der Sohn von Andrew und Crystal Scheer und der Enkelsohn von Martin und Karen Schröder. Am 10. Juli wird Caleb Zane William Rankin Bond im CC getauft.
Er ist der Sohn von Chris Bond und Amy Rankin Bond, Enkelsohn von Kurt und Vi Rankin. Veranstaltungen dieser Woche: am Montag Chorprobe um 17.30 Uhr, dann um 18 Uhr ist der Hauskreis in Harburg. Am Mittwoch um 18 Uhr die Deutsche Bibelstunde. Am Donnerstag um 9 Uhr Brunfelsia Kesente Communion, also Gottesdienst, Heiligabendmahl Gottesdienst. Um 17 Uhr trifft sich der Worship Team zum Üben. Um 18.30 Uhr der Posaunenchor. Und dann seht ihr dort die Lieder angegeben. Ich wünsche uns allen nun einen gesegneten Gottesdienst, den wollen wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns nun beten mit den Worten aus Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Der
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir können es nicht immer begreifen, wie unendlich groß deine Liebe für uns ist, dass du immer wieder bereit bist, zu uns zu kommen, neu mit uns anzufangen, dass du lebendig bei uns bist durch dein Wort. Herr, dafür wollen wir dir danken. Hilf, dass wir im Leben immer wieder unterscheiden können zwischen die Stimme, die von dir ist, oder die Stimme, die von unserem Feind ist. Hilf, dass wir auf dich hören, dass wir unser Leben so richten, wie es dir gefällt, damit andere sehen können, wie wir leben, dass wir was Besonderes sind, geliebte, heilige Kinder von dir. Herr, wir versagen immer wieder, du weißt das. Vergib uns dafür. Schenke uns aber immer wieder neu den Mut anzufangen und es wieder zu versuchen, um dein Licht in dieser Welt zu sein. Herr, nun wollen wir dich bitten, dass du uns segnest in diesem Gottesdienst. Sprich du mit uns. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht geschrieben im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel.
Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir den Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch nicht vor dem Gericht fürchtet, bei dem es die Liebe noch nicht zu ihm vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, also seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Hier endet die Lesung. Ihr dürft euch setzen und ich bitte die Kinder nach vorn zu kommen, die zum Kindergottesdienst gehen. Wir formen einfach einen Kreis und halten Hände. Jungs dürfen auch die Mädchen die Hand nehmen, das ist okay. Möchtest du nicht ihre Hand halten? Du darfst. Lieber Gott, danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir was Besonderes sind für dich. Und danke, dass du uns manchmal gebrauchst, um unsere Eltern, unsere Gemeinde zu zeigen, wie man zu glauben hat. Weil du uns gerufen hast, wie Kinder zu glauben. Danke, dass wir was ganz Besonderes sind. Nun wollen wir bitten, dass du mit uns gehst in den Kindergottesdienst, dass das auch ein besonderes Erlebnis ist. Segne die, die das vorbereiten hat. Es segne euch und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Genießt es. Und ihr dürft ein bisschen unartig sein, okay?
Das Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 16. Kapitel. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Hier endet die Lesung. Lasst uns nun zusammen mit allen Christen unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, durch deinen Heiligen Geist komm zu uns, dass wir dein Wort hören. Öffne unsere Ohren, öffne unser Herz und öffne meinen Mund. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Liebe Gemeinde, wie ich schon angedeutet habe in der Begrüßung, das Logo der Deutschen Seemannsmission, ein Kreuz auf eine Welle. Für mich ist es interessant gewesen, als ich neu Angestellte war in der Deutschen Seemannsmission in 2017, damals nur eine halbe Stelle, und ich meine Ausbildung in Deutschland bekam und wir Schiffsbesucher machten, wie die Seeleute uns da begrüßt haben. Oh, Menschen oder People of the Smiley Cross. Und das hat mich so tief beeindruckt, dass wir als Mitarbeiter der Deutschen Seemannsmission so bezeichnet werden. Und ich denke, wenn irgendjemand mir ein Kompliment machen möchte, dann wäre das wohl das allergrößte Kompliment, dass ich den Menschen wie ein Smiley Cross bin. Wow. Ich bin nämlich der Meinung, dass dieses Smiley Cross das Herzstück der Theologie in der Bibel ist. Es sagt nämlich aus, wie sehr Gott uns Menschen lieb hat. Und wo hat es am meisten zum Ausdruck oder am deutlichsten zum Ausdruck gebracht, ist, als er seinen Sohn für uns in den Tod am Kreuz gehen lassen hat. Die unendlich große Liebe Gottes gezeigt oder zeigt er uns am Kreuz. Und denn der Smile, du und ich sind es nicht wert, Kinder Gottes zu sein, das wissen wir. Da brauche ich euch nicht zu überzeugen, ihr braucht mich auch nicht zu überzeugen, dass ich es nicht wert bin. Wir wissen es. Und trotzdem lächelt Gott über uns. Und mit seinem Lächeln sagt er immer wieder Ja zu mir. Du bist okay. Ich liebe dich, auch mit deinen Fehlern. Komm, wir versuchen es noch einmal. In der Epistellesung haben wir gehört von der Liebe Gottes. Und nichts anderes als bis in mehr Worten vielleicht als ein Logo, die Liebe Gottes, die sichtbar wird im Kreuz. Er sagt, also Johannes sagt uns da, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt an Gott und Gott in ihm. Und dann etwas später sagt er wieder, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Weil Gott über uns lächelt, ein Smiley Cross hält. Deshalb darf ich lieben. Das in aller Kürze sagt uns Johannes in der Epistellesung. Und ich denke, wenn wir das Evangelium nochmal im Hinterkopf hören, die Geschichte vom reichen Mann und den armen Lazarus. Ich möchte einfach vorweg sagen, liebe Gemeinde, es geht gar nicht darum zu sagen, die Reichen sind schlechte Menschen, die Armen sind gute Menschen. Ich denke, wer immer die Bibel so gebraucht, missbraucht die Bibel. Es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass dieser arme Lazarus gelitten hat. Es geht nicht darum, ob er weltlich eigentlich viel hatte oder nicht. Er hat gelitten. Und in diesem Leiden war Gott bei ihm und hat ihn dann am Ende heimgenommen zu sich. Liebe Gemeinde, auch jeder von uns leidet. Der eine mehr, der andere etwas weniger. Jeder von uns hat ein Kreuz zu tragen. Das Leben ist nicht immer einfach. Und es geht nicht darum, wie viel Geld ich im Konto auf der Bank habe. Es geht gar nicht darum, sondern
Wenn ich leide, dann ist das Leben schwer. Und in diesem Leiden sagt Gott mir, mein Kind, ich habe dich nicht verstoßen. Ich halte immer noch das Kreuz mit einem Lächeln auf dich. Ich bin bei dir. Und ich nehme dich mit ans Ziel im Himmel. Liebe Gemeinde, wenn wir das einfach mal zu Herzen nehmen, diese Botschaft, unendlich große Botschaft, dann muss es uns nahe gehen. Müsste. Es müsste eigentlich Folgen haben im Alltag bei uns, wenn wir es zu Herzen nehmen. Und ich möchte jetzt einen Text lesen, den ihr vor einigen Wochen auch als Predigttext vielleicht schon mal hattet. Ich habe ihn auf jeden Fall, als ich vor einem Monat etwa im Sisi war, habe ich genau diesen Text auch gebraucht. Also für Roge und den, sorry, eine Wiederholung. Paulus sagt uns, was eigentlich die Folge sein müsste auf diese Botschaft vom Smiley Cross. Kolosse 3, Kapitel 12, Kolosse Kapitel 3, Verse 12 bis 17. Paulus sagt, darum kleidet euch als Gottes auserwähltes, heiliges und geliebtes Volk mit Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Seid nachsichtig miteinander und vergebt einander, wenn jemand von euch einen Groll gegen jemanden hegt. Vergebt, wie der Herr euch vergeben hat. Und über alle diese Tugenden ziehe die Liebe an, die sie alle in vollkommener Einheit zusammenhält. Lasst den Frieden Christi in eure Herzen herrschen, denn ihr seid als Glieder eines Leibes zum Frieden berufen worden und seid dankbar. Lasst die Botschaft Christi reichlich unter euch wohnen, indem ihr einander in aller Weisheit lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern aus dem Geist, indem ihr Gott mit Dankbarkeit in euren Herzen singt. Alles, was ihr tut, sei es in Worten oder in Taten, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Herrn durch ihn. Also zusammengefasst, sagt Paulus, seid Smiley Face für die Welt und in der Welt. Und noch kürzer zusammengefasst, sagt er, seid wie Christus selber war. Liebe Gemeinde, wenn ich das so höre, dann weiß ich, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Wohl nicht immer. Ich habe das Vorrecht, Angestellte der Deutschen Seemannsmission zu sein. Ich habe das Vorrecht, an Bord eines Schiffes zu gehen, wo es fremde Leute gibt. Die wissen gar nicht, wie ich lebe. Und wenn ich dann da an Bord bin und ich ein Lächeln auf mein Gesicht habe und ihnen begegne mit was immer sie brauchen oder mit einer guten Botschaft, das ist einfach. Aber ein Smiley Cross zu sein, da wo Menschen mich kennen, ist nicht so einfach. Bei uns haben wir Wasser, das im Hof reinläuft, weil auf der Straße eine Röhre geplatzt ist. Wir haben das gemeldet Ende Mai. Das Wasser läuft immer noch. Unser Nachbar beklagt sich, weil jetzt schon das Wasser in seinen Hof reinläuft. Und vier Häuser unterhalb beklagt der Nachbar sich auch, das Wasser kommt jetzt bei ihm im Haus rein. Viele, viele Anrufe, E-Mails, WhatsApp-Botschaften. Und es ist immer noch nicht, bis heute noch nicht repariert worden. Und dann letzte Woche kriegen wir eine Botschaft von der Municipalität, dass wir werden in den nächsten Wochen Water Shortages haben.
Na, liebe Gemeinde, da möchte ich einige Finger gebrauchen, die man nicht gebrauchen müsste als Christ. Da bin ich ärgerlich. Da wird Wasser verschwendet, da wird Geld verschwendet. Und dann müssen wir wieder zurückstehen, mit weniger Wasser fertig werden, weil unsere Municipalität ihre Arbeit nicht tut. Liebe Gemeinde, wenn solche Sachen passieren, das ist ein blödes Beispiel. Bei mir nicht so blöd. Es ist ärgerlich. Dann ist es nicht einfach, ein Smiley Cross zu sein. Und ich bin sicher, ihr habt viele Geschichten. Ja, hier in der Kirche, es ist schön. Da können wir alle lächeln. Aber im Alltag, wenn ihr an eurer Arbeitsstelle seid, wenn ihr mit euren Angestellten arbeiten müsst, da will man auch Finger gebrauchen und man darf ja nicht. Ist nicht einfach. Und doch sagt Paulus, wir sollen. Und die Bibel fordert uns immer wieder heraus, dieses zu sein in der Welt. Wir haben gute und viele Entschuldigungen. Wir sollen es sein. Und Paulus sagt uns gleich schon in dem ersten Vers, den wir gehört haben, wir können es. Wir können Smiley Cross Menschen sein, weil wir ausgewählte, heilige und von Herzen geliebte Menschen sind. Gott hat das entschieden. Er hat uns ausgesucht. Er hat uns heilig gemacht. Ich brauche nicht noch heilig werden durch meine guten Taten. Und meine schlechten Taten machen mich nicht weniger heilig, sondern ich bin heilig, weil Gott entschlossen hat, mich als sein Kind zu wählen, auszusuchen. Das ist ein Riesengeschenk. Und wir sind von Herzen geliebt. Im Kreuz hat er es wieder bewiesen, wie sehr er uns lieb hat. Wir können Smiley Cross sein, weil Gott uns befähigt hat. Paulus geht weiter und das erste Wort in dem Text, den ich verlesen habe, ist das Wort darum. Das überlesen wir so schnell. Also was Paulus uns eigentlich sagt, weil wir diese ausgewählten, geliebten Kinder Gottes sind, diese Heiligen sind, darum, es gibt Folgen. Und davon gibt es ganz viele, die er so aufnennt. Und ich werde sie nennen und vielleicht kurz was sagen, aber jedes hätte eigentlich eine volle Predigt für sich sein müssen. Als erstes sagt er, habt eine Gesinnung der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der Demut, der Sanftmut und der Geduld. Das sind schon 5, 6 Predigten nur in dem einen Satz. Die Gesinnung. Was Paulus uns eigentlich hier sagen will, ist, es muss von innen herauskommen. So vom Bauchgefühl sein. Vom Bauchgefühl her muss ich ein barmherziger Mensch sein. Vom Bauch her muss ich die Freundlichkeit ausstrahlen. Vom Bauch her muss ich demütig sein. Nicht alles einfach sagen, es ist in Ordnung, aber demütig bleiben, sanftmütig sein, geduldig sein, vom Bauch her, vom Herzen her. Weil nur wenn es von uns, von innen drin herauskommt, dann können wir es auch wirklich ausstrahlen. Und liebe Gemeinde, dieses ist nicht einfach. Hier müssen wir immer wieder an uns arbeiten, immer wieder üben. Und es wäre gut, wenn wir als Gemeinde, als Kirche, als Christen einander da ermutigen würden und nicht immer wieder mit dem Finger kommen, sondern eher ermutigen. Helfen, damit wir Smiley Cross Menschen sein können in der Welt und für die Welt.
Wir brauchen einander. Nämlich, ich habe nicht immer diese Gesinnung. Ich will manchmal, zumindest in meinen Gedanken, einige Politiker totschlagen. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich bedarfe immer wieder ein Gott, der über mich lächelt und sagt, mein Kind, nicht so schön, dass du so denkst. Noch weniger, dass du es in eine Kirche ausgesagt hast. Aber wir versuchen nochmal. Ich gebe noch nicht auf mit dir. Zweitens, seid Vergeber. Und das Vergeben ist mit Worten sehr einfach, aber in der Tat schwer. Nämlich, als Menschen sind wir eigentlich nachtragende Typen. Ah, behältst du, als du damals, weißt du. So sind wir. Und Paulus sagt, vergibt. Und wenn du das von damals nicht so einfach vergessen kannst, trag es aber nicht mehr nach. Ihr kennt alle noch unseren lieben Siegfried Wortmann. Der hat irgendwann einen Kurs geleitet und da hat er ein Bild gebraucht in diesem Kurs. Er sagte, weißt du, wenn wir nicht vergeben, dann tun wir selber mehr Leiden wie der andere. Und ich sollte dann nach vorne kommen, vor den Leuten allen. Ich war noch nicht Pastor, ich war noch Student. Und dann hat er mich gebeten, einen Stuhl aufzuheben. Er war ganz einfach, so ein Plastikstuhl. Und dann sagte er, ich soll meine Arme gerade halten und den Stuhl so gegen ihm halten, gegen seinen Rücken. Es war einfach, 4-5 Minuten. Ich bin ja ein tough Student noch gewesen. Aber nach 10 Minuten fingen meine Arme an, müde zu werden, weil er sprach denn weiter, währenddem ich so stehen musste. Und irgendwann fingen meine Arme an, so zu machen. Und er merkte das, redete weiter und irgendwann musste ich den Stuhl hinlegen. Sagte, hast du jetzt was gelernt? Weil genau das passiert, wenn du jemandem etwas nachträgst. Der andere macht weiter. Du leidest. Also wenn wir aufgefordert werden zu vergeben, dann will der Gott, der uns so lieb hat, so von Herzen lieb hat, will uns dadurch eigentlich auch entlasten. Drittens, liebt einander. Liebe. Paulus gebraucht ganz bewusst hier das Wort Agape. Wir haben in der englischen, in der deutschen, in fast allen Sprachen, wird das übersetzt als Liebe. Love oder welche Sprache auch immer. In der griechischen Sprache wurde unterschieden zwischen die verschiedenen Typen von Liebe und was genau gemeint ist. Zum Beispiel, es gibt das Wort Philos, das ist die Freundschaftsliebe. Es gibt das Wort, ja, in der Bibel, Eros, das ist diese erotische Liebe, die wir zueinander manchmal haben und dürfen. Aber es gibt das Wort Agape und das ist, was er hier benutzt. Und das ist auch das Wort, das Johannes benutzt hat in der Epistel. Und das ist diese göttliche Liebe, diese Liebe, die bereit ist, für den anderen was aufzugeben. Die Liebe, die nur den anderen oder den anderen sieht, sich selber bereit ist, zurückzustellen dafür. Wir sollen lieben. Auch das, liebe Gemeinde, ist nicht einfach. Ich habe so bei mir gedacht eben, die Leiter in unserer Municipalität muss ich lieben. Ei, ei, ei. Punkt 4. Lasst den Frieden Christi in euren Herzen herrschen. Und das ist auch wichtig, liebe Gemeinde, dass es im Herz herrscht. Na, wir können alle gut reden von Frieden und wie schlecht Krieg ist und Uneinigkeit ist und so weiter. Aber wie sieht es in mir eigentlich aus?
bin ich ein gelassener, zufriedener Mensch oder nicht? Ich soll den Frieden Christi zu Herzen nehmen. Das zu Herzen nehmen, was er mich versprochen hat, als er über mich dieses Smiley-Cross gebracht hat und gesagt, mein Kind, ich hab dich lieb. Und wenn du daran zweifelst, denk mal dran, bevor du noch sprechen konntest, du konntest nur weinen, da schon habe ich ja zu dir gesagt in der Taufe. Ich habe mich für dich entschieden. Ich darf Frieden im Herzen haben. Ich darf diesen Frieden dann auch herausstrahlen, weil er ist mir schon geschenkt worden. Ich vergesse es nur immer wieder. Und ich bin dann so in diesen weltlichen Sachen drin. Und dann verliere ich mich selber wieder in Unfrieden in mir selber. Und gehe dabei selber kaputt. Fünftens, seid dankbar in Wort und Tat. Die Dankbarkeit, die nennt in diesem kurzen Text aus Kolosse, nennt Paulus dreimal. Also er will das hervorheben, die Dankbarkeit, dankbar sein können. Liebe Gemeinde, wenn ich nicht dankbar bin, dann kann ich auch nicht Liebe ausstrahlen. Dann kann ich auch nicht Smiley Cross sein. Bin ich wirklich dankbar dafür, was Gott für mich getan hat durch Jesus Christus am Kreuz? Bin ich wirklich dankbar dafür? Tief im Bauch dankbar. Oder sage ich es nur mit meinen Lippen, mit meinen Worten? Luther hat bei einer Gelegenheit mal gesagt, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiederholen, aber Dankbarkeit ist Ausdruck von Glauben. Wenn jemand wissen will, was ist Glauben, dann darf ich sagen, ist Gott danken, für was er für mich getan hat. Ja, da ist viel dran. Sechstens, seid voll von der Botschaft Christi. Seid voll vom Evangelium. Ich kann nur voll vom Evangelium sein, wenn ich das Evangelium höre, wenn ich es lese, immer wieder. Weil immer wieder muss ich mich daran erinnern lassen. Immer wieder verfalle ich ja in diese menschlichen Sachen von ärgerlich werden, von böse Gedanken haben und so weiter. Immer wieder muss ich das Evangelium hören, lesen. Nur wenn ich voll davon bin, dann kann das Evangelium auch in mir wirklich Wurzeln fassen und aus mich herausleben. Der letzte Punkt, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Auch das ist ein großer Challenge. Alles im Namen Jesu zu tun? Na, wenn ich diese Gedanken habe über meine Municipalität im Namen Jesu, da ändert sich einiges, wenn das dazu kommt. Zumindest in wie ich reden müsste. Ein Beispiel. Ihr habt da viel bessere Beispiele, was euch im Alltag passiert. Und wenn ich mit diesem Gedanken gehe, tut alles im Namen Jesu, vielleicht würde ich dann anders reden, anders denken, anders auftreten. Vielleicht. Heute ist Vatertag. Habe ich nicht am Anfang gesagt, ich hatte es vergessen. Heute dürfen die Männer sich mal, zur Ausnahme mal, verwöhnen lassen von ihren Frauen. Und wenn sie das nicht tun, dann sagt bitte euren Frauen, der Herr Pastor hat so gesagt.
Liebe Gemeinde, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Heute Vatertag, vielleicht sollen an so einem Tag die Väter nach etwas Besonderes fühlen. Ich weiß nicht, warum das eingeführt worden ist. Muttertag, da sollen die Frauen hervorgehoben werden. Bei mir ist die Frau jeden Tag hervorgehoben. Aber ein besonderer Tag. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und was immer ihr geplant habt für eure Männer heute, liebe Frauen, wenn es ein Brei ist, dann musst du bitte Brei, nicht dein Mann. Dein Mann darf heute sich bebreien lassen. Und wenn ihr Leute eingeladen habt, worüber gehen die Gespräche eigentlich? Na, wir sind so schnell bei der Politik zum Beispiel. So schnell am Schimpfen über, wie schlecht es ist. Und wie korrupt alles ist. Und das mag alles wahr sein. Und es ist auch okay, dass wir darüber reden. Aber wir bleiben in diesem Negativen drin gefangen. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Kann es sein, dass Jesus mit dir und mir anfangen will, Smiley Cross, in der Welt und für die Welt zu sein? Kann es sein, dass er das heute anfangen will, mit dir und mit mir? Lasst uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses Wort. Es ist so eine riesige Herausforderung. Du weißt besser wie wir selber, wie schwach wir sind, wie unwürdig wir sind. Und doch hast du entschieden, es mit uns zu machen. Danke. Danke, dass wir Ausgewählte sind. Gib uns den Mut, auch das zu sein, was du willst, wir sein sollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Die Kollekte wird jetzt eingesammelt werden. Also wir gebrauchen, anscheinend ist das ein bisschen immer hinten passiert, aber heute kommt eine zu euch in der Bank mit dem Beutel. Zum Reinlegen, nicht zum Rausnehmen.
Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken für alles Gute, das du uns jeden Tag neu gibst. Für das Essen, für Menschen, die uns lieben, für deine Liebe. Danke für diese Gelegenheit, auch ein bisschen wieder für deine Arbeit zurückzugeben. Von dem, womit du uns schon fertig gesegnet hast. Herr, nimm nun dieses kleine Opfer von uns. Segne es für die Arbeit in unserer Schule. Segne es zur Förderung deines Königreichs. Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, zu dir kommen wir mit allem, was uns im Alltag was so begegnet. Im Vertrauen wollen wir zu dir rufen und dich bitten, erhöre uns, Gott. Erbarme dich über uns. Wir beten für deine Kirche in dieser Welt. Lass sie eine lebendige Kirche sein von Menschen, die Smiley-Cross-Leute sind, die das Reichtum und deine Güte ausstrahlen, jeden Tag. Lass deine Kirche ein gutes Zeugnis sein. Hilf jedem, der zu deiner Kirche gehört, ein Mensch sein nach deinem Willen. Herr, wir beten für diese Welt. So vieles ist kaputt in unserem Land. So viele Menschen werden ausgebeutet. Herr, wir wollen bitten, greif du ein. Erreiche solche, die Böses oder nicht Gutes vorhaben, durch deinen Geist. Hilf sie. Umzukehren. Wir beten für solche, die Arbeit suchen. Schenke es, dass sie eine Arbeit finden, wo sie ihre Gaben, ihre Kräfte einbringen können. Wir beten für alle, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Schenke Früchte für ihre Arbeit. Für alle, die irgendwann schuldig geworden sind, aus welchem Grund auch immer, da bitten wir, dass du eingreifst durch deinen Heiligen Geist. Dass da Versöhnung stattfinden kann. Wir beten für Menschen, die bedrückt sind, die leiden, weil sie mit den Umständen der Zeit oder ihr eigenes Leben nicht mehr fertig werden. Herr, greife du da ein. Durch die liebe Hand, durch das liebe Wort,
eines Menschen, der zur richtigen Zeit da sein kann. Herr, wir beten für solche, die krank sind. Du hast die Macht über alles. Wir bitten für Heilung. Wir bitten für Geduld in der Zeit des Leidens. Herr, und alles andere, was uns so auf dem Herzen liegt, das wollen wir jetzt zu dir bringen mit den Worten, die dein Sohn uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.